Freunde, ich war in der Drogerie und ich habe unglaublich viele spannende, vor allem Skincare-Dupes gefunden, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Deswegen gibt es heute ein kleines Haul-Dupe-Video. Vielleicht Dupe-Video. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Wie eben erwähnt, ich war gerade im Rossmann und ich habe einen TikTok gesehen. Fangen wir so an. Ich habe einen TikTok gesehen, da hat jemand einen Dupe gezeigt und ich dachte, Rossmann, ihr gebt gerade ganz schön Gas. Aber das ist sehr, sehr spannend und ich habe einfach alles gekauft, damit ich es euch zeigen kann. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht. Dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diese in die Kommentare schreibt, damit wir uns gegenseitig so ein bisschen helfen können. Ich habe aber auch noch ein paar andere Sachen gekauft. Vor allen Dingen, weil ich viel unterwegs bin. Freunde, wir starten direkt mit den Mini-Größen. Ich muss nächste Woche spontan nochmal weg und fliege und habe aber keine Möglichkeit, mein Gepäck abzugeben. Sondern ich muss es mitnehmen, weil zwischen Flugzeug und Bahn zu wenig Zeit ist. Und deswegen habe ich Mini-Größen gekauft, um sie mit an Bord zu nehmen. Und dafür gibt es hier einmal das Micellenreinigungswasser von Garnier. Habe ich lange nicht mehr gekauft, weil ich meistens ein Abschminköl nehme oder etwas anderes. Aber das kann ich nicht mitnehmen, das ist zu groß. Und ich habe auch ehrlich gesagt diese Abfüller nicht gefunden. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen. Das ist völlig in Ordnung. Ich benutze das auch so. Ich kriege das schon leer. Deswegen habe ich das einmal in die Tasche gepackt. Mir ist das schon fast zu groß. 50 Milliliter hätten mir auch gereicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben eine kleine Mini-Zahnpasta. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Mini-Größen süß. Ich hätte gerne. Oh, ich habe noch ein bisschen Zeit. Schaffe ich das noch? Heute ist Montag. Knapp werden. Vielleicht muss ich bestellen. Vielleicht bestelle ich ganz viel Mini-Make-up, weil ich habe halt ganz viele Make-up-Sachen hier. Ich habe aber halt nur so eine kleine Tasche und da kriege ich nicht alles rein. Da ist ganz wichtig. Ich bin schon lange nicht mehr geflogen und vor allen Dingen schon lange nicht mehr ohne einen Koffer abzugeben. Darf ich mein Dyson mitnehmen im Handgepäck und darf ich ein Haarspray mitnehmen? Das ist auch unter 100 Milliliter, das sind nur 75 Milliliter, aber das ist ja eine Sprühflasche. Darf ich das mitnehmen? Würde ich mich freuen, wenn ihr mir das schreibt, wie das kleine Deo hier. Da sind 35 Milliliter drin. Das ist Hydrofugal, habe ich jetzt noch nie gekauft. Ich weiß aber, meine Mutter mag das ganz gerne. Riecht halt wie so ein Deo, ne? So ein bisschen pudrig. Durfte einmal mit, genauso wie meine kleine Mini-Handcreme. Für unterwegs brauche ich immer eine Handcreme, egal. Sobald ich mir die Hände wasche, muss ich mir die Hände eincremen. Und noch neulich, ist schon vor ein paar Monaten, war ich auch am Flughafen und ich hatte meine Handcreme vergessen. Und dann habe ich mir nach der Sicherheitskontrolle, weil ich irgendwas Ekliges angefasst habe, die Hände gewaschen und hatte keine Handcreme bei. Dann musste ich in den Duty-Free-Shop gehen und eine Handcreme kaufen. Die ist sehr, sehr gut, aber trust me, so eine kleine ist immer gut in der Handtasche. Also die durfte einmal mit. Und ich habe, einfach nur weil es wirklich süß war, eine Mini-Fusselbürste gekauft. 20 Blatt sind drin. Die reichen genau für ein T-Shirt bei mir mit unseren kleinen Katern. Die sind eigentlich immer im Fellwechsel, aber im Moment ganz besonders. Und wenn ich irgendetwas im Koffer habe und dann dort bin und ich nicht zum Abfusseln habe, ist natürlich doof. Und ich muss natürlich sehr, sehr platzsparend packen. Deswegen durfte auch einmal die mit. Neue Zahnbürsten. Diesmal hier von Meridol. Da war so ein Aufsteller, fand ich ganz spannend. Einmal in sanft und einmal in mittel. Weil also ich habe sie nur in unterschiedlichen Stärken mitgenommen, damit wir die Farben unterscheiden können. Aber vielleicht sind die ganz gut, die sahen ganz hübsch aus, waren auch nicht so teuer und durften einmal mit. Und jetzt, Freunde, ich habe es euch versprochen, hüpfen wir zu den Skincare-Produkten rüber. Ich weiß gar nicht, womit ich anfange. Doch, passt auf. Ihr erinnert euch an das Drama rund um den Liquid Hydrator vor einigen Monaten. Und da kam ja Isana mit diesem Schätzchen hier raus, dem 120 Hours Liquid Moisturizer. Der sah so aus. Der sieht jetzt anders aus. Ich habe ihn nochmal mitgenommen, um ihn zu vergleichen. 5% Panthenol, 6% Glycerin. Packaging sieht jetzt einmal komplett anders aus. Und das ist ganz spannend. Nee, wobei, ich dachte, das ist ein Sprühkopf. Haben die noch was anderes gemacht? Also es ist einfach nur eine andere Verpackung, glaube ich. Okay, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht.
Meistens haben Verpackungsänderungen was mit Lieferketten zu tun. Durfte einmal mit, benutze ich ganz gerne zwischendrin. Ich schminke mich ja mehrfach am Tag ab und will dann nicht immer die teuren Produkte benutzen zwischendrin, zwischen den Videos, weil ich sie halt eh in einer Stunde wieder wegmache. Aber meine Haut sieht dann einfach mit Make-up immer besser aus, wenn ich die komplette Skincare-Routine in günstig gemacht habe oder in den Drogerie-Alternativen gemacht habe. Deswegen durfte der einmal mit. Und jetzt gab es noch was. Das habe ich nämlich auch bei TikTok gesehen. Und zwar hat Alterra auch einen 120-Hours Feuchtigkeitsessenz Bio Aloe Vera irgendwas mitgenommen. Ich habe den auch noch nicht probiert. Packaging ist dasselbe, glaube ich. Ja, nur ohne Deckel wie das hier. Preislich, Sekunde. Preislich ist der von Alterra sogar 1,40 Euro günstiger. Das ist ganz spannend. Das ist Naturkosmetik. Der ist ein bisschen anders formuliert. Finde ich jetzt persönlich aber nicht so schlimm. Ich müsste beide mal probieren. Habt ihr schon Erfahrungen mit denen gemacht? Ich swatch den jetzt einmal kurz hier. Ist ein bisschen dick. Ist ein bisschen dickflüssiger. Riecht etwas alkoholischer. Oh ja. Ah, also der riecht schon sehr nach Alkohol. Der hat auch recht weit vorne Alkohol mit drin. Ist jetzt aber, ne, wichtig, Alkohol ist nicht immer gleich schlecht. Alkohol ist vor allen Dingen bei Naturkosmetikprodukten drin, damit es stabil ist und damit es sicher ist. Müsste ich mal probieren. Fand ich aber ganz spannend, da wirklich mal diesen Unterschied zu sehen. Packaging ist fast, also die Verpackung selber ist identisch. Aber das als Alternative zu dem Liquid Hydrator von No Cosmetics. Da sind wir schon bei No Cosmetics. Da kennt ihr bestimmt das hier. Das habe ich noch nie probiert, wollte es immer probieren und dachte, jetzt ist die Gelegenheit, es zu testen. Und zwar ist es das AHA PHA Peeling Cleanser Schätzchen. Leicht schäumendes, chemisches Peeling, sanfte Reinigung, Hauterneuerung. Mit Phytoinulin, Panthenol und Aloe Vera, kommt in einer schönen Quetschtube. Hat mich schon oft angesprochen. Ich war ehrlich gesagt immer so ein bisschen zu geizig, es zu kaufen, weil ich ja eigentlich, es gibt zwei Reinigungsgele, die ich benutze. Entweder Fenty Beauty, Fenty Skin oder Yipoda Double Bubble. Den Double Bubble nehme ich meistens in der Dusche und das Fenty-Ding, wenn ich mich zwischendrin abschminke. Das könnte vielleicht was Neues sein. Nicht vielleicht für unbedingt für jeden Tag, oder? Morgens oder abends. Ja, müsste ich mal ausprobieren, wie ich darauf reagiere. Fand ich aber ganz spannend. So, 9,99 Euro ist natürlich schon unken Geld für einen Reinigungsschaum aus der Drogerie. Aber Isana, auf Isana ist Verlass. Entweder die Mädels und Jungs im Isana Skincare Team haben sich verzehnfacht oder you are working. Wir haben Isana AHA PHA Cleanser. Packaging ist ähnlich. Oh, warte mal. Ah, das ist selten. Also, ich will nicht sagen, aber oft ist es so, ne? Ich weiß nicht, ob es hier der Fall ist, dass Firmen, die Kosmetik produzieren, ich weiß jetzt nicht, wie es bei No Cosmetics ist, ob die selber eine Produktion haben oder ob sie es produzieren lassen, das in einer Produktion produzieren lassen, auf die natürlich auch andere Leute und andere Marken Zugriff haben. Und das könnte dem schon sehr, sehr ähnlich sein. Formuliert ist es jetzt nicht auf den ersten Eindruck gleich. Bei Isana ist ein bisschen weniger mit drin, aber die Hauptinhaltsstoffe sind schon dieselben. Ganz spannend. Hab beide noch nicht probiert und ich würde auch beide mal ausprobieren. Vielleicht gebe ich euch ein Update. Ich habe noch ein paar andere Dupes. Vielleicht mache ich euch mal ein Update, dass ich wirklich mal probiere, eine Woche lang nur das, eine Woche lang nur das und einfach, dass ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie die Produkte performen. Fand ich ganz spannend, deswegen durften beide mit. Die Verpackung, also das muss dieselbe Produktionsstätte sein, vermutlich. Okay, die durften mit. Wir haben noch was anderes und zwar ein Isana Ölserum mit innovativen Pflegeperlen. Ich habe das Original jetzt leider nicht mehr. Das könnten zwei verschiedene Sachen sein. Einmal das hier von L'Occitane, was ich euch neulich gezeigt habe. Da mochte ich das sehr gerne. Oder das von Tarte, das Maracuja Oil. Das klingt ganz spannend. Riecht gut, kommt in einer Glasflasche mit Provitamin B5. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, wozu das ein Dupe sein könnte. Dann schreibt es mir unbedingt hin. Es gab so viele neue Produkte in der Drogerie, von Isana vor allen Dingen, die Alternativen zu Kollegen zwei Schubfächer weiter stehen können. Das wollte ich schon immer mitnehmen, war ich aber ehrlich gesagt zu geizig. Und jetzt brauche ich immer eine logische Erklärung, um etwas zu kaufen in der Drogerie. Und zwar L'Oreal Revitalift Filler, neue Formel, Anti-Aging Pflege Nacht. Der Tiegel sieht toll aus, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Hat hier auch so eine kleine Schutzkappe noch mit drauf.
ist lilafarben, riecht ganz zart nach Lavendel, ist so ein bisschen gelig und soll die Haut aufpolstern. Sehr, sehr, fühlt sich ein bisschen silikonig an, sehr weich. Ja, Silikon ist auch mit drin. Fühlt sich sehr reichhaltig an. Das kann aber an dem Silikon liegen. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Aber natürlich hat Isana auch eine Alternative dazu rausgebracht, beziehungsweise eine komplette Reihe. Es gibt ja auch von der Revitalift-Reihe eine komplette Reihe. Gibt es jetzt auch von Isana. Und es gab noch eine andere. Da war ich mir aber nicht so sicher. Es gibt von L'Oréal eine goldene Reihe. Age Perfect, glaube ich. Gibt es jetzt auch von Isana. Die heißt jetzt Gold Perfect oder so. I love it. Okay, wir haben hier einmal die Nachtcreme. Kommt auch in einem lila Packaging. Selbst der Tiegel. Ja. Warte mal. Selbst der Tiegel ist identisch. Hier steht nicht drauf, Made in. Selbst der Tiegel ist gleich. Kann derselbe Hersteller sein, des Tiegels. Und auch da wollte ich jetzt mal probieren. Okay, hier merkt man schon einen Unterschied. Er ist ein bisschen, sie ist weiß, die Creme. Riecht aber auch ähnlich, fühlt sich auch ähnlich an. Bin ich gespannt. Ich wollte es euch einfach nur zeigen, damit ihr das schon mal als erstes bei mir gesehen habt. Das ist mein Ziel, euch die Produkte so schnell es geht zeigen zu können, dass wir dann gemeinsam vielleicht herausfinden können, ob wir sie weiter testen oder ob es niemanden interessiert. Revitalift Fillerei finde ich ganz spannend. Packaging sieht sich schon sehr, 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 sehr ähnlich. Und dann durfte noch das Pro-Kollagen-Serum mit. Kommt einmal in dieser Verpackung. Auch da wusste ich nicht genau, ob es das identische Dupe dazu aus der Reihe ist, weil es das gerade nicht gab. Also es war eine Reihe, war leer und da stand Serum drauf. Deswegen habe ich das natürlich nicht mitnehmen können. Kommt aber einmal hier. Und da habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich auch da schon immer so ein bisschen drum herum geschlichen bin. Und zwar gab es etwas reduziert, stark reduziert von No Cosmetics. Wir erinnern uns alle an den Seestern. Den machen wir alle nicht so gerne. Vor allem nicht, wenn es. Na, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber irgendwann ist der Sommer auch wieder vorbei und dann ist es kalt im Bad. Und da habe ich nicht so eine Lust, so lange zu stehen und darauf zu hoffen, dass die Creme schnell einzieht. Und ich mag das nicht. Ich mag da nicht überall ran und mich eincremen. Ich will, dass es schnell geht. Und deswegen durfte das mit. Ein Body Rebalance Body Spray von No Cosmetics hat, glaube ich, sonst über 10 Euro gekostet. Jetzt war das bei uns echt richtig krass reduziert. 3,85 Euro. Da muss es natürlich mit, ne? Also für 3,85 Euro wollte ich es mal ausprobieren. Und wir probieren es jetzt auch gleich mal im Gesicht aus. Ob man das vielleicht als Setting Spray benutzen kann oder als Primer Spray. Werde ich dafür weiter benutzen. Es riecht ganz zart. Ganz, ganz zart. So ein bisschen nach Jasmin vielleicht. Oder ein bisschen nach Veilchen. Sehr reduziert. Vielleicht sind es aber auch einfach nur die Inhaltsstoffe. Oh, Meereswasser. Hoffentlich kein Brackwasser. Riecht man aber zumindest nicht. Also ich sehe jetzt hier tatsächlich kein Parfum drin. Könnte ganz spannend sein. Also vielleicht ist auch meine Nase gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich mich sehr gefreut, dass es jetzt reduziert ist. Vegan und Mikrobiom-friendly finde ich ganz spannend. Und es gibt einen schönen Glow auf der Haut. Ich sehe aus wie ein Gigolo wieder hier. Aber die Haare sind weg. Oh, habe ich. Habe ich neulich einen bösen Kommentar gekriegt. Entschuldigung, ich glaube, du bist kein Gigolo. Die haben mehr Haare auf der Brust. Dann dachte ich mir so, Mäusekind. Freunde, wir haben wirklich viele spannende Produkte hier gehabt. Vielleicht habt ihr ja schon Erfahrung mit einem dieser Produkte. Dann schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, von euch zu lesen. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Empfehlungen, die ich noch in der Drogerie kaufen kann. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.